Er kann's auch. Hi. Wo wollt ihr hin, Jungs? Ich gehe überall hin, außer Anvil. Oh, nee. Ja, okay, ich zieh ich mit. Junge! Hallo? Hallo! Nee. Digga, wie viele Leute gehen da mit? Oh mein Gott. Bestimmt Stream Sniper, ne? Digga, wie viel ist denn hier? Ich hab einen Hammer. Korrekt. Digga, hier ist ja. Diese Ding. Oh mein Gott, Rotpunkt. Ich hau direkt ab. Digga, wenn der jetzt eine Waffe kriegt, bin ich so instant down. Digga, das ist so eine Frechheit, dieses Spiel. Ja, genau, wahrscheinlich. Wie viel? Oh mein Gott! Was? Alles klar, perfekt. Scheiß Controller-Spieler. Ihr seid ja so schlecht, Alter. No front. Warum schlecht? Ihr seid alle schon tot. Was ist schlecht? Wir haben keine Waffe, ne? Ja, dann mit der Spitzhacke. Ja, mit der Spitzhacke, ne? Der Spitzhacke aus 10 Meter wahrscheinlich. Ja, ich bin auch tot, Digga. Ich weiß echt nicht, wen er verarschen will, aber wenn doch, kann er das sehr gut. Wen verarschen? Ja, uns. Wieso soll ich euch verarschen? Warte mal, nee, warte mal. Ja, jetzt mach dich aber auch, du weißt Gott, du bist so 100% bei dem Stream, also wer da nicht drin ist, na. Guck mal, ich hab gerade... Es liebt, ja. Verarscht, genau. Verarscht, Digga. Nee, warte, nee, ungelungen, ich guck grad bei Ding, wer ist das? Oh Mann, du. Digga, dieser Pickel regt mich so auf, ich hab die ganze Woche gesund gegessen, Digga. Hab nur Blumenstaub und Blütenstaub geschissen und krieg jetzt hier einen Pickel, Digga. Und das Schlimme ist, wisst ihr? Das Schlimme ist, Digga, ich lieg dann abends im Bett und frag mich, warum hab ich diesen Pickel? Und dann denk ich mir, Diggi, hab ich mir nach dem Wichsen die Hände nicht gewaschen? Hab ich mich da angefasst? Ist mein Schwanz so dreckig? Es ist zum Kotzen. Hallo. Wie geht's? Gut. Oh moin. Und selbst? Bestens. So. Hast du einen Tipp gegen Pickel? Ausdrücken. Pickelcreme. Ich hab aber einen am Arschloch. Was? Da soll ich mir Gedanken machen. Meinst du, ich soll ihn auch am Arschloch? Da verwirrst du dich öfters am Arschloch? Oder wie können da die Pickel entstehen? Wir kennen uns gerade mal 10 Sekunden. Du fragst, ob ich mir meinen Arschloch rasiere. Weiß nicht, ich hab das auch manchmal gehabt. Keine Ahnung. Hast du ein Pickel oder das Arschloch rasiert? Pickel. Wer hat den ausgedrückt bei dir? Meine Freundin. Ernsthaft? Ja. Also du... Was? Also du hast deine Freundin gefragt, ob sie den Pickel am Arschloch ausdrücken kann? Nein, sie wollte. Kennst du das nicht? Also so Freundinnen haben meistens so einen Pickeldrückfetisch. Aber okay, ja, ich kenne das 100%ig, aber die Frage, die ich dir jetzt stelle, überleg dir die Antwort weise. Wenn deine Freundin zu dir sagen würde, sie hat einen Pickel am Arschloch, würdest du ihn auch ausdrücken? Nee, hab ich auch schon abgelehnt. Sie hat mich gefragt, ob ich das machen würde, wenn sie das auch, wenn ich so, nee. Also sie hatte schon mal einen Pickel am Arschloch? Nein, hatte sie nicht, aber als sie es bei mir gemacht hat, hat sie mich gleich gefragt. Ah! Ja, ich bin tot, schade. Ey, wir hatten denselben hingeklettert, ist der Fingerpo. Wir beide? Ja. Diesen geilen Korallen hingeklettert, der ist mega. Der ist der Beste. Ja. Hat sie schon mal was von dir verlangt, was du überhaupt, also wo du wirklich gesagt hast, ist ja widerlich. Sie hat mich gefragt, ob ich sie bei der Schwangerschaft, wenn sie irgendwann schwanger wäre, rein hypothetisch, ob ich sie dann rasiere. Ob du was? Ob ich sie dann rasiere, weil wenn man einen dicken Bauch hat, dann sieht man das dann nicht mehr so gut. Ey, ne? Also sind wir alle dead? Und die Frage, die ich mir stelle, würdest du? Nee, habe ich auch abgelehnt. Das finde ich ganz unangenehm. Also halten wir ganz kurz in unserer kurzen Kennenlernphase fest. Du lässt ja von deiner Freundin einen Pickel am Arsch. Das war ungewollt, sie wollte es. Ja, tut mir leid, sie hat dich gezwungen, ich hab's verstanden, ja. Also du lässt dir einen Pickel am Arschloch ausdrücken. Aber wenn deine Freundin dein Kind auf die Welt bringt, bist du nicht bereit, ihre Pussy zu rasieren. Wärst du es? Andere Frage.
Digga, ich rasiere ja auch die. Ich rasiere ja auch die Pflaume, wenn sie nicht schwanger ist. So ein Ding ist das. Ey, schade. Ich ist nicht. Gut, ist doch irgendjemand bei uns am Leben, nee, ne? Wir sind alle dead. Achso, wir können im Team ja bleiben, genau. Ja. Oh, jetzt ruft ihr mich an. Hallo? Hallo. Ja? Kannst du mal kurz abmorgen? Ja, mach oder ich. Wen lesen? Ja, ich muss Fortnite spielen. Okay, worum so, gehen wir jetzt hin? Lass mal nicht so ehrlich sterben. Was machst du beruflich mit 23? Ich bin Synchronsprecher für Pornos. Geil, ich film Pornos. Passt ja. Du hast bestimmt schon mal meine Stimme gehört. Soll ich mal kurz eine Szene nachmachen? Okay. Also. Okay. Kennt ihr ihn nicht? Das ist selber Montana Black. Also, junger Mann. Ja? Ich weiß nicht, welche Arschhaare du geraucht hast, aber manchmal im Leben sollte man schon mal wissen, wann man die Backen halten sollte. Verstehst du, wie ich meine? Ist das jetzt die Synchronstimme, die du schon gemacht hast? Genau, das war der Part, den ich im Porno eingesprochen habe. Ey Jungs, ich brauche Hilfe, ich habe 15 HP. Mit Arschhaaren? Keine Ahnung. Das ist so ein verschwitztes Scheißgame hier. Sag ich ganz offen und ehrlich, so wie es ist. Aber echt. Oh, ein kleiner Wichser. Ich komme. Wie findet ihr dieses neue Spiel? Hogwarts Legacy? Habt ihr schon angespielt? Noch nicht gespielt, ne. Aber ich hab's gesehen. Tot. Digga, ich verfolge seit 10 Minuten Bot, der ist nur am Wegrennen. Ich fass es nicht. Digga, was bist du denn für ein Teammate? Läufst du diesen Bot hinterher? Der war in der City. Wieso heißt du denn Daniel der Cutter? Was cuttest du denn? Ich cut YouTube-Videos. Für wen? Für Trimax. Bist du dir sicher? Ja, zu 100%. Wieso? Na, nur so. Okay. Glaubt ihr ihm das, Chat? Spielt ihr noch was anderes außer Fortnite? Apex, glaube ich nicht. Bisschen Rank. Der macht TikTok. Der eine macht einen TikTok im Hintergrund. Ich bin gerade mit Mod in der Lobby. Dieser Level 209er. Wir sind aber Reboot, ich kann eure Karte holen. Wolverock, wie alt bist du denn? Ich bin 13. Und machst du gerade einen TikTok, oder was? Nee, ich sag einem Freund Bescheid, der ist voll der Fan. Von wem? Monte. Und wie ist Trimax so als Chef? Bodenlos. Wirst du gut bezahlt? Wirklich. Also es reicht gut, um Hamburg, gut in Hamburg damit zu leben, sagen wir so. Kommst du aus Hamburg? Ja. Oha. Welcher Bezirk? Digga, warte mal kurz. Hafen City. Oh ja, die Ecke. Ja. Gib mal eine Restaurantempfehlung in Hamburg. Ah, die kommt. Das geilste Restaurant wirklich ist Clouds. Ist sehr, sehr geil. Also, ich habe noch nie so viel Geld im Restaurant gelassen wie dort. Oh, Motorrad vor uns. Ja, das sind alles Streams. Wie können denn hier noch welche im, das sind alles Streams, im Sturm chillen? Hab ein. Digga, da fahren welche mit Auto. Ja, das ist willkommen in meiner Welt. Was geht denn jetzt ab? Habt ihr alle? Nein, hier sind Streams, aber ihr wollt die unbedingt. Den töte ich. Ja, alles gut. Noel, ach, wie ärgerlich. Ich werd deine Mutter fahren. Hab ihn! Ey, Digga, einfach Traum. Ich hab ihn. Oh. Habt ihr gerade den Ei gehört? Er sagt einfach Traum. Wolverock. Wie viele sind das? Du träumst aber nicht, Digga. Vertrau mir. Du bist voll hell da bei Onkel Monte an der Seite. Nein! Oh, nein. Schade. Schön gespielt, Bro. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst euch gut gehen, Jungs. Ciao, ciao. Danke, nee, Mann, ciao, ciao. Kann ich in deinen FA? Nee, Diggi. Danke dir.